Steinway & Sons Hamburg sind über 350 Mitarbeiter beschäftigt. Eine Flügelproduktion beinhaltet etwa 220 Arbeitsstunden reiner Montagezeit. Der Flügel besteht aus 7 verschiedenen Holzarten. Die Qualität der Hölzer ist außergewöhnlich hoch. In der Furniererei werden die Sperrflügel. Das Steinway-Emblem wird heute nach wie vor von Hand mit schwarzem Lack ausgemalt und erfordert eine unglaubliche Ruhe und Konzentration. Nachdem die Gussplatte fertig bearbeitet worden ist, wird sie in den Flügel eingeschraubt. Darauf folgt die Dämpfung, in die in mehreren Arbeitsschritten die Dämpfer aufgesetzt und reguliert werden. Beim Bedienen des Dämpfungspedals müssen alle Dämpfer gleichzeitig abheben. Zur Kontrolle wird die Klaviatur immer wieder ein- und ausgebaut. Zum Schluss werden die Flügel im Auswahlsaal ausgestellt, wo sich der Kunde seinen Flügel aussuchen kann.